Hallo und herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Ich bin's, euer Dan, aber heute erzählt euch mal der Martin in seinem Vlog, was er so für die Zukunft alles geplant hat. Und wir machen eine kleine Tour durch Hamburg. Also, viel Spaß damit und los geht's! Ahoi, ihr Leichtmatrosen aus Hamburg. Euer Martin hat was Neues im Petto. Wird demnächst auf hohe See fahren. Ich zeige euch mal ein bisschen around. Das ist der Pott. Auf geht's. Alles ist festgemacht. Das Ding ist von 1897. Heißt Rickmar Rickers. Und Dingen ist vollkommen aus Stahl genietet. Also knallhart, wie das Ruhrgebiet, da passt zu mir. Ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Ding so durchhält. Spaß beiseite, euer Martin ist demnächst auf hoher See tatsächlich. Aber ich fange auf einem ganz anderen Kern an. Dazu später mehr. Ich zeig euch aber trotzdem noch, was das hier so auf dem Schiff gibt. Vielleicht in der Enorbad, Blumsklo etc. Ich kann euch nur sagen, die Aussicht ist einfach fantastisch. Bei diesem Wetter auf so einem wunderschönen alten Schiff. Überragend. Schaut euch das Ganze mal an, wenn ihr in Hamburg seid. Ich kann es euch nur empfehlen. Jetzt filme ich schon wieder gegen die Sonne. Das soll ich ja nicht. Aber einfach mal so ein schönes Wetter. Guck mal da hinten. Der Dampf halt gerade was ab. Jetzt kann ich ja zoomen, kann wahrscheinlich nicht. Aber hinten seht ihr was. Da tut man was. Ja, also es ist auf jeden Fall überragend. Dingen ist schon so oft übers Meer getuckert und hat es einfach immer wieder geschafft. Das nenne ich mal eine ordentliche Ankerkette. Mann. Hat ein Gerät. So, und hier sehen wir immer das Wichtigste auf jedem Schiff. Lecker Kombüse. Da kriegen wir immer lecker Fischbrötchen. Wegen der Sicherheit muss ich natürlich meine Maskerade auch tragen, zwischendurch. Aber jetzt schaut mal, was das für ein Kern ist. Mann. Was haben wir hier? Oh, geht das irgendwo hin? Hier haben wir das Herzstück von dem Ganzen. Den guten alten Pott. Guckt euch das mal an. Das hat schon so ein paar Titanic-Vibes, würde ich sagen, das Ding. Hier sehen wir einmal eine Dampfmaschine und diese rum. Alles Ausstellungsstücke, wobei die Dieselmaschine sogar schon im Einsatz war auf diesem Kran. Dampfmaschine noch nicht. Was für Ockers. Die kann man auch nach Seilen greifen. So ein Ding sieht ja einiges. Und das geht dann da unten runter in der Ladeluke. Ja, hier sind wir schon im Keller angelangt. Das Schiff ist quasi im Laderaum. Ihr seht unten drunter, kann man jetzt vielleicht nicht so gut erkennen, gibt schon die Planken. Ja, hinten ist wahrscheinlich noch viel, viel tiefer rein. Hier vorne kommt dann die Ladung runtergeschossen. Und dann wurde das bis an den Backen quasi vollgepackt, der Kahn. Ja, das war auch schon hier vor dem Schiff. Hier sehen wir schon im Keller angelangt. Keller des Schiffes quasi im Laderaum. Ihr seht unten drunter, kann man jetzt vielleicht nicht so gut erkennen, sieht schon die Planken. Ja, hinten ist wahrscheinlich noch viel, viel tiefer rein. Hier vorne kommt dann die Ladung runtergeschossen. Und dann wurde das bis
an den Backen quasi vollgepackt, der Kahn. Ja, das war's auch schon hier vor dem Schiff. Und bis dahin, euer Marin auf See. Tschüss. Wieder vor Deck und jetzt seht ihr mal, wie fett dieser Pott überhaupt ist. Mann, Mann, Mann. Was ein Teil. Wahnsinn. Jo, das war's von mir, euer Marin. Und wie sagt man, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und vom eigentlichen Schiff, wo ich jetzt hingehe, morgen Abfahrt. Wahrscheinlich wird das Video ein paar Tage später erst kommen. Also wird natürlich jetzt ein bisschen zeitlich schwierig werden von diesen ganzen Zudendo, Fido, von den Übertragungen. Ja, auf See ist halt schlecht mit Netz, aber nichtsdestotrotz bleibe ich euch erhalten. Bis dahin und ahoi, tschüss.